Leute, willkommen zurück hier mit Grants im Pokémon Shifting Worlds Projekt. Yay. Voll euphorisch, das Spiel. Ja, wir haben ein bisschen was zwischen den Folgen gemacht. Also mal davon abgesehen, dass mein PC abgeschmiert ist, aber ja, wir haben eigentlich auch so Sachen gemacht, weil wir haben jetzt Pokémon gewechselt, wie ihr bei mir schon sehen könnt. Wir haben unsere Starter abgelegt. Ja, denn ist halt einfach so zu stark. Also Steffis war Level 13 schon, oder was? Genau. Meine Patty war schon Level 13, deswegen haben wir uns jetzt für das Fred und Ginger Duo entschieden. Genau. Shiggy und Panty Mimi. Da wollen wir mal gucken. Ich hoffe halt, dass nicht so viele Stein-Pokémon da jetzt drin sind, obwohl ich habe ja noch Psycho. Ich hoffe, dass da Stein-Pokémon bei mir drin sind, denn ich habe Wasser. Steffi hat noch ein Item eingesammelt, da war ein AP Plus drin, genau. Das da oben links. Und ich habe mir noch 10 Bälle gekauft. Genau, ich habe mir noch ein paar Bälle und ein paar Tränke gekauft. Und dann gehen wir wollten jetzt eigentlich nicht so viel Offscreen machen, aber einfach nur, weil wir so einen Rückstand haben. Ist das ein Kämpfer hier, der Typ direkt? Bist du schon reingegangen? Oh, na guck mal. Du hast ein Poketch. Sieht aus wie ein Wanderer. Du bist noch nicht so lange Trainer, oder? Aber das ist ja nicht schlimm. Du bist schließlich ein Freund der Pokémon. Daher schenke ich dir diese versteckte Maschine. Zertrümmerer? Achso, brauchen wir die jetzt hier schon? Ich sehe halt schon Zertrümmerer-Steinchen. Zertrümmerer, einfach mal. Ja. Ah ne, wir brauchen die Dingens. Okay. Den Arena-Orden. Okay, dann gehe ich mal weiter. Ah, hier ist aber der erste Trainer. Oben oder? Einfach geradeaus. Okay. Wir akzeptieren Herausforderungen überall, das zeichnet uns Trainer aus. Okay. Bitte irgendwelche guten Typen. Nee, ich habe hier direkt einen ersten Trainerkampf. Ja, bitte irgendwelche guten Typen. Achso. Oh nein, Stolunur. Aber hier Gestein, Pfannen können wir Stahl. Hier auch noch, ne? Shinox. Elektro. Ja, das Wasser nicht so gut gegen. Nee. Nicht so. Okay. Klopfer! Du bist dran! Ich mach mal einen Sondersensor lieber. Welches Level hatte der überhaupt? Ich hab gar nicht drauf geachtet. Bei mir 7. Oh ja, stimmt. Donnerzahn. Oh. Okay, Psycho ist nicht sehr effektiv. Hm. Kampf gegen Elektro? Neutral, oder? Neutral, ja. Oh, hat schon eine Menge gemacht. Ja, drei, okay, ich drei, muss fünf, leider fünf. Tauschen auf Bambi. Wenn das so weitergeht, müssen wir nochmal wechseln. Toll. Ist halt auch schwer, ein Pärchen zu finden, womit beide glücklich sind. Na, viel Auswahl haben wir dann ja eh nicht mehr. Ja. Hey, Klopfer Level 9. Meinst du, weil Bambi sonst so hoch ist? Mhm. Okay. Das ist schon Level 12. Also bis 13 würde ich machen. Das ist auch genau am Anfang. Jetzt habe ich einen Encounter. Ich habe mich umgedreht und hatte ein Pokémon. Wie war das, man darf... Also... Wie war das mit den Typen? Wir dürfen halt nur beide nicht das gleiche haben, quasi. Ja, genau. Das ist egal. Ja. Dann warte ich jetzt ab, bis du einen Encounter hast. Okay. Ich muss den Kampf hier leider noch fertig machen. Aber der hatte nur das eine, ne? Oder? Ja, bei mir hat er nur eins. Dann habe ich es jetzt geschafft. So, okay. Guck mal, wie viel Schaden mein Fred jetzt macht. Wow, also krass. Da macht ja Klopfer noch viel Schaden gegen Fred. Ja gut, aber die sind halt auch niedriges Level, ne? Okay, ich habe auch mal einen Encounter. Und? Typ Feuer. Meins ist Typ Normal. Okay. Ich will es aber nicht haben. Aber das Pokémon hier ist gar nicht so schlecht eigentlich. Level 6, jetzt ist natürlich wieder die Frage, ich habe keine Ahnung, wie viel Schaden ich mache, wenn ich angreife. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel meine Attacke jetzt an Schaden macht. Aber oh, es geht. Ich meine, ich bin Level 5, ich werde es nicht one-hitten, es ist ja nicht doppelter Schaden oder so. Und wenn doch, habe ich es verkackt. Wenn ich das nicht vergifte, sollte es funktionieren. Feuerschlag, aber das geht mir so nicht. Wenn ich es vergifte, habe ich ein bisschen Pech gehabt. Obwohl, vergiften wir gar nicht so schlimm. Ich frage mich, wie mein Pokémon Feuerschlag macht. Ich habe einfach nur 4 KP, aber ich versuche es jetzt mal zu fangen. Ja, meins ist weiblich. Und deins? Männlich. Okay. Ich werfe mal den Premierball. Der sieht echt schön gefangen. Aus. Okay, nice. Ich überlege schon mal noch.
Eins, zwei, drei. Ja, ich hab's auch gefangen. Okay, cool. Soll ich manchmal vorlesen? Ja. Ein nachtaktives Pokémon. Sieht es etwas Schimmerndes, fangen seine Augen an zu glänzen. Ist es diese Eule? Nein. Typ normal. Ja, die ist ja Normalflug. Achso. Nur Typ normal. Nachtaktiv, was gibt's denn da? Ich glaube, ich komme nicht drauf dann. Also wenn ich jetzt sage, was für ein Pokémon es ist, hast du es bestimmt. Das Katzen-Pokémon. Ach so, Mauzi? Ja. Oh, süß. Ein weibliches Mauzi. Ich hab, seine Beine werden kräftig, da es hinter seinen Eltern herrennt. Es rennt den ganzen Tag umher. Galoppa oder so? Ponita, ja. Ja, meine ich ja. Okay. Warum nicht? Spitzname, ja. So, warte, meins war männlich, deins war weiblich. Das heißt, wir brauchen wieder ein Dingensnamen. Mit einem Pferd und einer Katze. Das ist super. Wir können sonst auch einfach halt irgendwelche Namen nehmen. Wir können ist auch so nicht einen Strolch nehmen. Es sind zwar Hunde, aber... Okay, dann nehme ich meinen Strolch. Der hat so eine Idee. Im Prinzip, man findet eh nicht immer was Passendes. Ja, es ist halt auch ein bisschen zu viel verlangt, vor allem bei der Zeit, dann immer was Passendes zu finden. Bevor wir jetzt hier noch wieder 5 Minuten auf den Namen umherdingen, sind Strolch. Okay. Gut, dann legen wir den erstmal ab, würde ich sagen. Oder ich guck mal eben, was der so kann. Ja. Ich werde auch erstmal zurücklaufen. Meine Pokémon sind sowieso alle ein bisschen schwach. Achtet auf Geräusche, mag süßes Essen. Erhöht Initiative, wenn ein Item verwendet oder verloren wird. Oh, das ist voll... Also Verteidigung und Spezialverteidigung hat es mega hoch. Die anderen Sachen gehen. Ja, also ist es aber ist nicht halt, so hat halt eine geil. Hohe Verteidigung quasi, meinst du? Ja. Und Tank. Muss ein Tank nicht aber auch viel Angriff haben? Nee, ein Tank hat eigentlich nur Verteidigung meistens viel. Dann nochmal heilen und ich hoffe, dass wir dann in einem Rutsch durchkommen. Die anderen haben, wie gesagt, Fight noch in die Arena geholt. Das heißt, wir müssen noch in die komplett andere Mine, ey. Das ist halt echt viel, was die in einer Folge schaffen. Keine Ahnung, vielleicht dachten die auch, ein Part geht eine halbe Stunde oder so. Kann auch sein. Nee, aber wie gesagt, wenn die halt wirklich nur... Obwohl, hier haben sie jetzt ja gefangen. Schaut mal bei denen vorbei, Leute, was die so gefangen haben. So, ich guck mir auch nochmal mein Pokémon an hier. Meine kleine Susi. Mag saures Essen. Die meisten meiner Pokémon mögen saures Essen. Puderabwehr. Blockiert Zusatzeffekte. Musst du nur einmal kochen, ist doch. Warte mal. Blockiert Zusatzeffekte gegnerischer Attacken? Ist das sowas wie diese rundenbasierten Sachen oder was jetzt? Ein Zusatzeffekt könnte zum Beispiel sein, wenn das dann auch noch den Angriff erhöht oder sowas. Ah, okay. Also. Aber Paralyse nicht und sowas, sondern eher sowas. Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Also eher sowas, was Sachen erhöht und niedriger macht. Aber kann auch sein, wenn das jetzt eine Chance hat zu paralysieren. Zum Beispiel, wenn da jetzt so ein Donnerschock oder so, dann ist der Zusatzeffekt ja eigentlich, also eigentlich macht das Ding ja Schaden. Der Zusatzeffekt wäre ja, er paralysiert dich noch. Also Angriff und Spezialangriff sind gleich und Verteidigung, Verteidigungshöhe, Spezialverteidigung und es hat die Urteilskraft, eine Spezialattacke mit 70 Schaden. Ach, da vorne ist schon der Ausgang, wir müssen nur 2 Trainer besiegen. Okay. Und ein ich hätte hier auch noch Teddy Ursa. Ja, ich finde eigentlich Susi gar kein schlechtes Pokémon, aber das darf ich ja nicht entscheiden. Ich muss nochmal. Zumal, wenn du deinen Starter mit reinnimmst, kannst du es ja eh nicht nehmen. Ja. Der Typ normal. Ja. Aber so alternativ gesehen, finde ich, also hat schon mal eine ganz gute Attacke, wie ich finde. Die Werte sind noch gar nicht so und dein schlecht. Starter entwickelt sich ja sogar noch 2-mal. Ja. Aber ich habe auch gar nicht, ich habe ja auch letztens erst beim Feuerrot-Ding jetzt gesehen, dass Mauzi ja noch eine 2. Entwicklungsstufe hat und dass die echt cool aussieht. Nobilikat. Die ist echt süß, die 2. Entwicklungsstufe. So, Ginger ist Level 6 geworden. Und noch ein Shiggy. Ich finde Shiggy eigentlich gar nicht so eine schlechte Wahl, obwohl es halt, obwohl die anderen halt auch so eins in der Art haben. Um zu feiern, dass ich diese Höhle überstanden habe, kämpfen wir jetzt. Okay, wenn sie nochmal fertig gemacht werden will am Ende der Höhle, alles klar.
Ja, die wollen ja unbedingt fertig gemacht werden. Es ist ja nicht so, als könnten Heiden. Es ist ja nicht so, als könnten sie nicht fertig gemacht werden. Das ist das Problem. Die müssen sie ja fertig machen. Oh, ein Stinktier. Der hat einen Raupi. Skunkapoo. Wie süß. Skunkapoo. Ja. Ist da Wasser gut gegen? Wahrscheinlich nicht. Ist neutral. Der ist ja Gift. Also Boden wäre effektiv. Ich flieh mal lieber und mach mal lieber den Trainer. Das ist, glaube ich, besser. Level 4, ey. Aber oh, bitte nicht so oft treffen. Bei Mark. Dann kann ich mit Donnerzahn jetzt regeln. Gucken, was er bei mir für Pokémon hat. Ich raubi einfach so eine Attacke. Mobile? Mobi? Was hat der? Mobile. Achso, okay. Da ist Stein ist es, glaube ich. Stein? Ich glaube ja. Dann probiere ich mal die von Tränen aus. Da müsste Wasser auf jeden Fall effektiv sein. Ja, aber das ist ja wieder so eine richtig gute Attacke. Tanzer. Boah, krass. Das war bestimmt ein Siebtel Schaden. Mal gucken, wie weit ich komme mit Chili. Bin echt gespannt, was für ein Typ die Arena auch haben wird. Hm. Dann müssen wir vielleicht nochmal komplett unser Team ändern. Was? 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 Was ist los? Der hat gerade viel weniger abgezogen als bei der ersten Runde. Wer, deiner? Ja, oder? Weil das abhängig von dem KP ist. Ach so. Wow. Und er hat beim ersten Mal, weiß ich nicht, 5 KP abgezogen, jetzt irgendwie 1 oder so. Ja, je mehr du hast, umso mehr zieht er ab, glaube ich, ne? Ja, aber wie kacke okay, ist das Panty, denn? Panty, Mimi hat wieder ein Level up. Heidi wurde besiegt. Ich denke, man kann wohl auch einer Niederlage gedenken. So, Vakuumwelle sollte es ja wohl down machen jetzt. Schnell raus. Oh, das hat nicht gereicht. Wie der Antikkraft hat. Ach, jetzt zeigt der Typ mir, wo die Arena ist. Wenn du in die Stadt kommst, dann zeigt er dir erstmal so, ach hier, das ist übrigens die Arena. Und davor steht natürlich wieder Boss. Lucius oder was? Oder wer? Nee, irgend so ein Fremder. Ah. Und Boss da steht vor der Arena, aber wir müssen eh in die Dingens, in die Mine nach unten. Red erreicht Level 5. Ich heile mich mal eben schnell. Und ein Lilip. Lilip, Pet oder so? Lilip heißt das einfach nur. Lilip einfach nur, okay. Ich weiß nicht, was das nochmal. Das ist so. Das ist, glaube ich, die Weiterentwicklung Violette, von Mime. Es ist violett-orange. So, Erzeling, was kann man hier denn Schönes machen? So, jetzt habe ich den aber auch besiegt. Sehr gut. Da kommt nur noch eine Trainerin gleich. Das war bei mir eine Raupentrainerin, also eine Käfertrainerin. Ich gucke schon mal so ein bisschen in der Stadt umher, ob man hier irgendwo was bekommt oder so. Hä, nee, ich werde einfach nur von dem Typen umhergeführt. Ach, bist du schon durch? Ja. Ah, nice. Okay, dann können wir direkt in die Dingens gehen, in die Mine nach unten. Cool. Ich werde erstmal von dem Typen vorbeigeführt, zu Boster und so. Ich guck mal, irgendwo lagen hier, glaube ich, Items in Erzeling. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich einfach mal safe vor links liegen. Oh, hier ist Route 207, da dürfen wir noch nicht hin. Wo ist das Center? Einfach nach rechts dann. Ja, dann können wir nach unten rennen. Irgendwas Spannendes noch in der Stadt? Ja, die haben Fight noch in die Arena geholt. Hier liegt irgendwo noch ein Item, glaube ich. So, ich bin jetzt aus dem Pokémon Center raus. Also nach unten jetzt? Genau, einfach nach unten. Ich schau gerade, ob hier. Ich dachte, hier wird irgendwo ein Item liegen. Nö. Oder ein unsichtbares. Ah, die Mine kommt mir bekannt vor. Bist reingegangen? Nee, jetzt. Okay, komm ich auch rein. Okay, also hier dürfen wir auf jeden Fall nochmal fangen. Ach, da liegt ein Item. Mhm. Top-Genesung. Ewigstein. Okay. Toll. Voll nutzlos eigentlich. Gegen alle kämpfen soweit? Ich weiß nicht, will der hier kämpfen? Jeder, der in der Mine arbeitet, hat seine Pokémon dabei. Du kannst sie vielleicht herausfordern. Ich mache erstmal so einen Random Encounter. Können wir erstmal was fangen? Okay. Fangen ist immer das Beste. Dann mal gucken. Hallo? Oh, das hat lange gedauert. Okay, meinst normal. Das ist, glaube ich, Wasser. Ich gehe davon aus, dass meins Wasser ist. Ja? Also fangen. Ja,
Also es ist nicht Typ normal. Nee. Okay. Oh, direkt in gelben, das ist schon mal gut. Oh, der kann eine Giftattacke. Level 6. Sollte ich da eine Kampfattacke einsetzen oder eher nicht? Was ist der Typ? Normal habe ich ja Typ Wasser. Der wird ja neutral treffen. Ja, kannst du nicht so viele Attacken machen? Danke. Ja, ich probiere einfach mal Kampf. Achso, die Attacke geht daneben. Na dann. Der macht halt auch einfach mein Klopfer fast fertig. Echt? Ja, der hat mir jetzt schon das halbe Leben abgezogen. Mit einer Attacke. Ich werf mal jetzt Bälle. Ja, es ist klar. Der hat sich jetzt einfach 1000 Sachen gefangen. Erhöht. Ich muss halt erstmal überhaupt ein bisschen niedrig kriegen. Oh. Okay. Ich lese es dir schon mal vor. Stimmt, ich hätte ja eigentlich dran denken können, dass Kampf nicht besonders gut ist dagegen. Kleine Pokémon fliehen beim Anblick seines Gesichts. Frauen aber finden es niedlich. Was ist eigentlich, wenn mein Team down geht, wenn ich versuche, es zu fallen? Ja, dann haben wir verkackt. Okay. Ich werde es einfach mal direkt versuchen zu fangen. Weißt du, wer es ist, Steffi? Das gibt zu viele. Es ist das Fee-Pokémon. Boah, keine Ahnung. Napul. Dieser kleine Hund. So sieht das aber auch nicht aus. Es hat dreimal gewackelt und ist dann trotzdem rausgegangen. Ah, schade. Also es kann sein, dass mein Team gleich down geht, wenn ich es nicht hinkriege. Wenn ich es jetzt nicht fange, dann können wir es wahrscheinlich nicht nutzen. Komm schon. Okay, dann warte ich noch mit dem Spitzlauf. Ich habe halt so gut wie keinen Schaden an dem gemacht, weil es einfach mein Team down gemacht hat. Und es ist wieder draußen. Starkes Pokémon dann scheinbar. Scheinbar. Und es ist down. Ja. Kannst es leider nicht benutzen. Okay. Ich hatte einen Mantyrps. Ach, der Manta, okay. Ja. Steffi gerät in Panik. Toll. Ich falle in Ohnmacht. Steffi fällt dauernd in Ohnmacht, Leute. Erst Panik, dann Ohnmacht, dann zum Pokécenter. Seit jeden Dienstag. Lasse ich mein Pokémon direkt frei. Es war, also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so heftig ist. Es war Level 6. Alter, wie die einen voll labert, wenn man halt mal down geht. Gegen einen Random Encounter so. Oh mein Gott, was ist los mit dir? Mädchen, streng dich doch mal an. Ich entlasse es jetzt. Napul wurde entlassen. Tja, zurück in die Freiheit, mein kleiner Racker. Da haben wir verkackt. Ja, aber ich meine, du hast ja eh auch jetzt schon Wasser-Pokémon im Team, das heißt. Pff, ja. Ich habe ein Normal-Pokémon im Team. Ich bin jetzt schon weitergegangen. Ich habe mich geheilt kurz. Ich warte mal hier in der Kreuzung. Ich weiß nicht, ob ich nach rechts oder links soll. Unten. Sind da keine Trainer? Naja, auf der einen Seite ist ein Trainer. Wahrscheinlich muss ich da hin. Oder ich guck mal auf der anderen Seite, ob da was ist. Ich glaube, es geht eh in beide Richtungen rum. Ah, okay, da ist. Also, man weiß zumindest nicht, ob da was ist, da kann man halt runterspringen. Wow! Bist du runtergesprungen? Nee, ein Turtok ist ja halt einfach mal erschienen. Oh, ich habe auch einen Encounter. Oh, den hätte ich so gerne. Flucht gescheitert! Willst du mich etwa wieder fertig machen oder was? Ich hätte hier Magnetilo kriegen können. Cool. Ich will fliehen. Danke. Okay, ah, hier ist doch zum Beispiel ein Trainer, oder nicht? Den spreche ich mal an. Ja, der Typ mit dem Macholo da. Oh. Ich habe dieses Macholo auf der Route 207 getroffen. Es ist mittlerweile mein bester Partner. Was ist das denn? Was denn? Milotic. Ach, das. Ah, das ist schön. Das sieht ja richtig geil aus. Jetzt muss ich erstmal kurz Poke-Wikieren. Ich verrate dir etwas. Ich habe mein Pokémon mit zur Arbeit geschmuggelt. Aber das ist ein richtig schönes Wasser-Pokémon. Ja, das wird aus einem richtig hässlichen Pokémon vor allem. Ah. Oh. Leopold. Oh, Quiekel hat er hier. Boden und Eis. Ach, aus dem Barschwark, ey. Manchmal Psycho. Oh, schon wieder ein Milotic. Oh, das hätte ich genommen. Das hätte ich gern genommen. Das sieht richtig schön aus. Ah, Mantyrps ist aber eigentlich auch cool. Aber das sieht. Oh, wie die ganze Zeit meine Flucht scheitert. Und Quiekel hat so eine scheiß Angewohnheit hier wieder, das alles mit Hagelsturm. Lass mich doch einfach abhauen. Oh. Meine Fresse. Lass mich doch in Ruhe. Ich will nichts von dir.
Ich darf dich eh nicht fangen. Danke. Oh, Gigastoß. 5 Schaden, das geht ja. Wie? Ich habe mein Pokémon mit zur Arbeit geschmuggelt, aber der Typ am Anfang erzählte doch, dass eh alle ihr Pokémon dabei haben. Ja, ja, aber der hat ja halt so ein anderes Pokémon irgendwie dabei, also. Ach so. Obwohl, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich hat er in echt sonst auch ein Macholo hier, was jeder hier hat. Wie war das mit Käfer und Wasser? Neutral. Ach, come on, echt, der hat's ein bisschen nur. Ach, als ob das überhaupt was bringen würde, mit Fred anzugreifen. Ich setze direkt Klopfer ein. Das ist doch albern. Ah, ich kämpfe auch mit Ginger gerade. Dauert halt ein bisschen länger, aber immerhin kriegt er dann voll Erfahrung. Ich meine, mit Kampf bin ich zwar auch nicht wirklich effektiv. Sondersensor. Was hatte der bei dir nochmal für eins? Käfer. Käfer. Ladybar. Ach, okay. Das Problem ist, ich habe gar nichts wirklich Effektives gegen den. Wahrscheinlich werde ich an dem auch wieder scheitern, so wie allen Trainern, habe ich das Gefühl. Trainer haben sich alle genau gegen dich verschworen. Ja, es hat alles irgendwie. Die haben alle total die schlechte Kombi. Oh, okay, der Mülldingens war ein Treffer. Ey, jetzt lernt Pantemimi sogar auch noch eine Eisattacke. Okay. Eisspeer will er gerade lernen. Ja, komm, weg mit der Rauchwolke. Ach, wie nice. Das ist echt cool. Alter. Wie die halt Sachen haben, die all ihre Sachen steigen lassen. Ach, diese, ja, Statusveränderungsdinger, ne? Angriff, Spezialangriff, Verteidigung, Spezialverteidigung, Initiative. Ich betreibe halt nicht. Irgendwie. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Ich will jetzt nicht wieder zurückrennen. Oh, ich habe den Magma. Ja, ich muss auf jeden Fall zurückrennen. Meine Pokémon sind fast besiegt. Okay, ich kämpfe deshalb mit den nächsten. Ich weiß halt echt nicht, wie die das hinkriegen. Wie die das hinkriegen. Ich lehne mich zurück und staune. Die müssen ja quasi richtig Glück gehabt haben mit den Typen, dass die nicht so ein Problem haben wie ich jetzt zum Beispiel. Weil warte, Steffi, wenn du den Trainer besiegt hast, gehst du einfach runter. Ja? Und da ist dann schon der Arenaleiter. Alles klar. Lass erstmal LOL! Den beziehen. Ich habe den Magma-Isira hier drin gefunden, gerade, und jetzt den Stromi-Isira. Sind so diese gegenseitigen Items. Mal gucken, ob ich den Trainer noch schaffe oder ob ich sterbe. Ah, und ich kämpfe jetzt auch gerade gegen den einen noch. Da links ist dann noch ein anderer Trainer, aber du kannst den... Ich glaube nicht, dass die von Tränen viel Schaden machen, weil der hat nicht mehr viele KP. Achso, das macht ja mehr, wenn er nicht so viel Schaden genommen hat, ne? Mhm. Also ich weiß nicht, ist der Pflanze oder Undicht? Ich verwechsel okay. Das immer. Mein Team ist down. Dein Team ist down? Ja. Yeah. Macht total viel Spaß hier. Kann ja nur besser werden dann. Weil ja. Irgendwann müssen ja die Leute kommen, die halt Sachen ich haben. Ich fühle mich wie Goro. Das ist kein schönes Gefühl, kann ich dir sagen. Oh, hör doch mal auf, mich immer so zuzulabern. Ich weiß, dass ich mich um die kümmern soll, um die Pokémon. Ich kenne nichts dafür, dass die so schwach sind. Hey, lass deine armen Pokémon in Ruhe. Die labert mich immer zu. So, ja, du musst auf deine Pokémon Acht geben. Ja, du musst Tränke kaufen. Tun soll. Als ob ich hier für jeden scheiß Trainer Tränke einsetzen will. Nur weil meine Pokémon so blöd und schwach sind. Komm, bitte 3 Treffer, dann ist Endivia One. Es wäre halt wenigstens schön, wenn ich gegen die ganzen Random Encounter sofort abhauen könnte. Dann hätte ich ein bisschen weniger Schaden genommen. Dass die Random Encounter dir halt so auf den Sack gehen. Ich hatte hier drin echt Glück gehabt. Ja, die Flucht scheitert halt ständig. Das ist halt das Problem. Aquahobitze. Mhm. Bäm! Pantimimi Level 9. Ich meine, Milotic ist ein schönes Pokémon, aber es ist ziemlich nervig. Erbarm, hab doch Erbarm, sagt er. Und die Flucht scheitert die ganze Zeit. Und dann ist halt Fred wieder nur auf halbem KP. Wow, nach dem 4. Mal bin ich abgehauen. Oh, ich hätte hier Endivia übrigens fangen können, wie ich gerade sehe. Ich weiß halt gar nicht, ob ich gegen den Trainer nochmal kämpfen will. Ich werde versuchen, mich an ihm vorbeizustehlen. Ja, kannst du ja. Der guckt doch eh sein Arbeitsding da an. Dann würde ich halt, geh runter, sammel die Items ein, sprech Fight kurz an. Der geht dann eh in die Arena und dann machen wir halt die Arena morgen. Ich schaffe es nicht, gegen einen Level 8 Hornlio zu fliehen. Gegen einen Hornlio.
Vielleicht ist Hornly auch voll der Killer jetzt in unserer Edition hier. Offensichtlich. Also ich glaube, Fred wird down gehen gegen das Hornly. Hornly mit Drachenstoß, ey. Armstoß hatte er. Ach, Armstoß. Konnte das nicht richtig lesen von hier. Oh Gott. Ich bin halt nur gegen Random Encounter und die machen mich fertig. Kanimani. Herzlichen Glückwunsch. Wasser. Level 9. Und meins hat leider Level 5. Ich bin mega unterlevelt. Und deswegen scheitert die Flucht halt auch immer, weil ich zu niedrig bin. Bist du jetzt eigentlich quasi schon am Ziel angelangt, was wir erreichen müssen für die Folge? Ich die Folgen viel zu lang, wegen mir. Naja, im Prinzip musst du ja auch nur noch an dem Trainer vorbei und dann nach da unten gehen, dann hast du es auch. Wir haben halt auch noch keinen Schutz. Wir hatten noch keine Drogeriemarkt, wo wir Kondome kaufen konnten. Weiß nicht, da oben, der eine vielleicht, ich weiß nicht. Ah, der Typ da unten. Ein letzter Random Encounter! Aber wenn du dann, Ich glaube, davon wird jetzt Fred sterben. Wenn du mit Tobi und Bora aufnimmst, möchte ich schon, dass du dich schützt. Den Scheiß will ich dann nicht nach 3 Arenen hier wieder haben. Okay, Fred ist down. Nur von den Random Encountern. Aber Fred ist auch immer noch Level 5 oder so, ne? Ja, aber ich kann den ja auch nicht leveln. Weil der schwach ist. Also mein Pantymimi ist inzwischen schon Level 9 geworden jetzt. Ich level das jetzt hier nebenbei ein bisschen. So, jetzt quatsch ich den Typen an und dann war es das erstmal, ne? Genau, ja. Endivir, yay. Jetzt zeig mir, wie man zertrümmern kann. Genau. Geh dann aber nochmal nach links, da liegt nämlich noch ein Item, nicht, dass wir es vergessen. Solltest du ja schon mitnehmen. Den Random Encounter wollte ich auch unbedingt mitnehmen. Was ist das denn? Nilpferd! Ein Hippopotas! Ah, das ja, tut Boden, glaube ich. Süß. Ah, nur 2-mal getroffen, schade. Lol, Endivir kann mega kick, ey. Immerhin kann ich mit Klopfer jetzt immer fliehen, weil er halt ein höheres Level hat. Ich weiß ja nicht, ob ich noch gegen die Trainer kämpfen will. Ich meine, im Prinzip schon, aber nicht, wenn ich immer gegen die verliere. Kommt da drauf an. Wir können ja erstmal gucken, welchen Typ die Arena hat. Vielleicht ist da ja ein Typ, gegen den du gut ankommst bei. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall können wir jetzt Level die Folge, 10. Nice. Folge beenden. Ich habe das Item gefunden, ich habe mit dem Typen gesprochen. Was hast du da für ein Item? Oh Gott, das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Ja, okay, egal. War dann wohl nicht so wichtig. Domfossil. Okay, Leute. Was, schon wieder? Du hast ja schon 2 Fossile jetzt. Echt? Ach, nein. Ja. Ach so, doch, ja, ein Panzerfossil und ein Domfossil. Ja, haben wir wieder eine lange Folge gehabt, Leute, für euch heute, ey. Die Trainer hier sind echt hart. Das ist echt heftig. So, nächstes Mal schauen wir uns die Arena an. Mal gucken, welchen Typ wir beide jeweils da drin haben. Und ja, bis morgen, wa? Ciao. Ciao.